Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Kurz bewertet. Heute machen wir uns an die neuesten Pokémon-Typen dran, und zwar an den Feen-Typen. Falls ihr euch wie immer fragt, wo denn manche andere Feen-Pokémon sind, weil es können ja nicht nur so wenig sein, ich kümmere mich hier lediglich um die Primärtypen. Die restlichen Pokémon findet ihr dann bei ihren Primärtypen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst auch gerne eine Bewertung da. Es würde mich super freuen, wenn wir eventuell 250 Likes schaffen würden. Und schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Von dem her wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hat legit. Die meisten Baby-Pokémon sind einfach nur Müll. Ich weiß nicht, einfach absolut kein großer Fan von dem Ding. Nicht nur, dass das Ding im CP super aidsig ist, einfach nee. Ich weiß, viele fragen sich, warum das eine Fee ist, aber ich meine, das hat ja schon im Pokédex drinstehen, dass es das Feen-Pokémon ist. Und ich mag diesen Kontrast, dass Granbull, was so aggressiv dargestellt wird, eine Fee ist. Togepi ist schon ziemlich cute im Anime. Bei Togetic habe ich das Gefühl, die Leute picken es irgendwie in meiner Draft-Liga. Und am Ende macht es irgendwie nie was. Dieses Ding hat mit seinem Luftschnitt für Albträume gesorgt. Ich meine, das Ding hat sich eine Lieblingsblume geholt. Jetzt ist es eigentlich nur ein größeres. Ist aber noch okay. Don't know, ich finde, dieses Design hat es mir angetan. Ich mag Azedfloet. Phlorgis ist wohl eine der bekanntesten Feen und die ist cool. Ich verstehe noch nicht, warum es keinen Pflanzentypen hat. Ich meine, das Ding ist jetzt inzwischen mit der Blume verschmolzen. Es ist irgendwie interessant zu sehen, wenn man mal merkt, wie viel KP das Ding tatsächlich hat. Das Ding erinnert an diese Mediziner aus Italien im Mittelalter. Bin ich der Einzige, der noch nie ein großer Fan von Zuckerwatte war? Ich fand das immer super weird zu essen. Das Ding lebt quasi die Bauchtrommel, aber ich bin irgendwie ein großer Fan vom Gedankengutset. Hey, Armin, wenn wir einen neuen Typ haben, dann brauchen wir ein neues Evoli. Das Ding ist mit seinem Signature-Move echt ein bisschen OP. Ich mag das Ding einfach, das ist cool. Weiß nicht, das Ding erinnert mich an eine Babystufe aus Digimon. Ich find's cool, dass es verschiedene Formen hat und ich mag das Ding eigentlich. Ich weiß nicht, die Torte ist mir tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich weiß, das Ding soll ein bisschen unfertig aussehen, aber es hat es mir nie angetan. Und ich meine, jetzt ist es definitiv cooler, aber irgendwie hat es mir immer noch nicht ganz angetan. Damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Es gibt tatsächlich nicht so viele Feen-Primärtypen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich würde mich, wie gesagt, über ein Abo und über eine Bewertung freuen. Wie gesagt, es wäre schön, wenn wir 250 Likes schaffen würden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann und ciao.